Vielen Dank. Ich möchte Ihnen das möglichst kompakt und möglichst schnell vorstellen. Wir haben gerade gehört, Betreuung, Kleinkinderbetreuung auch in der Familie durch die Eltern ist Gesellschaftsarbeit. Sehr oft sehen wir Gesellschaftsarbeit in der Kinderbetreuung nur dort, wo es in einer Institution passiert. Aber nicht, wo es in einer Familie passiert. Und wir haben entdeckt, das ist ja keine neue Entdeckung, dass es hier eine enorme Ungleichbehandlung gibt zwischen einer Betreuung von Kindern in einer Institution und innerhalb der Familie. In einer Institution wird selbstverständlich die Betreuung eines Kindes mit öffentlichen Geldern finanziert. Im Durchschnitt kostet die Betreuung eines Kleinkindes in Österreich an öffentlichen Steuermitteln 1.000 Euro pro Kind und Monat. Gerecht wäre es jetzt, wenn man jedem Elternpaar oder jeder Mutter sagen würde, hier hast du zur Betreuung deiner Kinder 1.000 Euro und du kannst jetzt diese 1.000 Euro so verwenden, wie du es für richtig hältst und wie es deinem Lebenskonzept und deiner Priorität entspricht. Entweder du benutzt es, um selbst zu Hause zu bleiben und damit den Verlust zu kompensieren, dadurch, dass du nicht mehr für eine Zeit berufstätig bist, oder du verwendest es dafür, dein Kind in eine Betreuungseinrichtung zu geben. Hier hast du das Geld. Das wäre wirkliche Wahlfreiheit. Diese Wahlfreiheit gibt es bei uns in Österreich nicht. Selbstverständlich wird die Betreuung in einem Betreuungsplatz finanziert, aber zu Hause bekommen die Eltern wie viel? Null, absolut null. Und das ist eine ungerechte Ungleichbehandlung von Kindern, die angeblich alle gleich viel wert sind. Das Kärntner Kinderbetreuungsmodell ist von uns gedacht als ein erster Schritt, um diese Ungerechtigkeit ein Stück aufzuweichen. Wir haben in langer, langer Arbeit mit vielen, vielen Gesprächen mit Politikern eine Vereinbarung erarbeitet mit der Kärntner Landesregierung, in der die Kärntner Landesregierung sich bereit erklärt hat, also ganz konkret das Büro des Landeshauptmanns Dr. Kaiser, indem sie gesagt haben, er stellt ein Modell und wir sind bereit, pro Kind einen bestimmten Betrag zu zahlen, wenn die politische Gemeinde vor Ort bereit ist, denselben Betrag zu zahlen. Und wir sind bereit, 5 bis 6 Pilotgemeinden in Kärnten zu errichten, um dieses Modell auszuprobieren. Wir haben uns bemüht und haben Pilotgemeinden gefunden, wo die Gemeinde und die Bürgermeister bereit sind und gesagt haben, wir sind bereit, dieses Geld zu investieren. Und damit für das zweite und dritte Lebensjahr den Eltern, die die Kinder daheim betreuen, Bargeld auf die Hand zu geben, um genau das ein Stück auszugleichen, was wir gerade gehört haben, dass viele Familien keine Wahlmöglichkeit mehr haben, ob sie ihr Kind daheim betreuen oder in eine Einrichtung geben, weil sie die finanziellen Voraussetzungen nicht haben, um das Kind daheim betreuen zu können. Gestern haben wir, ich möchte noch dazu sagen, wir möchten kein Entweder-Oder. Wir möchten das, was auch in Betreuungseinrichtungen geleistet wird, nicht schlecht machen. Aber wir möchten ein sowohl als auch, die Möglichkeit, dass Eltern wirklich wählen können, was möchten sie für sich und ihr Kind. Gestern haben wir die Nachricht von der Landesregierung bekommen, wieder aus dem Büro des Herrn Landeshauptmanns, dass das Land für dieses Projekt für das kommende Jahr trotz Vereinbarung und Zusage kein Geld zur Verfügung stellen wird. Das ist ein Bruch der Vereinbarung, auf die wir gebaut haben und für die wir jetzt lange gearbeitet haben. Und ich denke, es ist eine ganz, ganz große Enttäuschung für viele Kärntner Familien, die ihre Kinder gerne selbst betreuen würden im Kleinkindalter. Und diese ungerechte Ungleichbehandlung wird damit fortgesetzt.
Obwohl, ich sage es noch einmal, es unbestritten ist, dass jedes Kind gleich viel wert ist. Die Betreuungsarbeit der Eltern wird weiterhin nicht wertgeschätzt. Sie ist 0 Euro wert. Wie geht es weiter? Wir stehen momentan seit gestern ziemlich vor einer Wand. Wir müssen es uns selber erst überlegen. Was aber dringend notwendig wäre, ist, und das möchte ich Sie bitten, werden Sie als Eltern aktiv. Schreiben Sie Leserbriefe. Nehmen Sie Ihre Kinder und Enkelkinder an die Hand und gehen Sie zu Ihrem Bürgermeister und reden Sie mit ihm oder mit ihr über diese Ungleichbehandlung innerhalb der Kinderbetreuung. Wir haben auch ausgelegt draußen einen Brief an den Herrn Landeshauptmann, und wenn Sie dieses Anliegen unterstützen wollen, dann unterschreiben Sie bitte diesen Brief. Oder werden Sie ein Mitglied im katholischen Familienverband. Wir sehen uns als politisches Sprachrohr für das Recht der Kinder in unserer Gesellschaft und für das Recht der Eltern. Wir haben gesehen, was es bedeutet, wenn Kinder diese Zuwendung in den ersten Lebensjahren nicht bekommen, was das für eine Weichenstellung für die Zukunft bedeutet. Und wir hätten hier eine Chance gehabt, in Pilotgemeinden einmal 1:1 auszuprobieren, wie kommt das eigentlich bei den Eltern an? Und welche Auswirkungen würde das haben? Und daraus könnten wir unsere Schlüsse ziehen. Das Projekt wird jetzt nicht finanziert. Ich danke Ihnen.